1991 kam er auf den Markt und ist seitdem rund 16 Millionen Mal auf der Welt verkauft worden. Das macht ihn fast zu einem kleinen Kassenschlager. Von wem ich spreche? Dem Renault Clio. Den gibt es mittlerweile in 5 Generationen und Generation 5 bekommt jetzt ein Facelift, was direkt neben mir steht. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und schauen ihn uns genauer an. Beginnen wir doch direkt an der Front einfach einmal mit einer einzigen Frage. Was ist hier passiert? Wir haben zum einen einen viel breiteren Grill, der jetzt eher so ein bisschen an den Austral oder den neuen Espace erinnert. In der Mitte haben wir das neue Renault-Logo, das verbindet so ein bisschen die Moderne und ja, ein bisschen dieses Retro-Design. Eine Etage weiter unten finden wir dann größere Lufteinlässe, also ob die jetzt größer sind, weiß ich nicht, sehen aber so aus. Verbunden werden sie durch so Zierelemente, zumindest bei dieser Ausstattungslinie, die das Ganze noch mal ein bisschen breiter wirken lassen. Die größte Änderung dürfte allerdings die Scheinwerfer betreffen, denn die haben einfach mal ein komplett neues Design erhalten. Vorher war das hier in so einer C-Form mit so einem Strich als Tagfahrlicht und jetzt sind hier einfach horizontale LED-Elemente, die sich in der Pfeilform bis nach ganz unten ziehen, was den im Dunkeln etwas größer und stämmiger wirken lässt. Kann man so machen. Ich meine, einfach nur eine Leuchtengrafik zum Facelift ändern, das kann ja jeder, oder? Ja, weiter geht's an der Seite des Facelift von Clio und hier zeigt er sich dann deutlich mehr als Facelift statt als neues Auto. Bis auf ein paar Details wie dieses Alpine-Logo und halt neue Felgen, wie man hier sehen kann. Und wo wir bei gleich sind, die Abmessungen. Die haben sich nämlich gar nicht so geändert. Wir sind weiterhin bei 4,5 Meter in der Gesamtlänge, dann eine Höhe von 1,44 Meter und einer Gesamtbreite von 1,99 Meter, wie Renault sagt. Ich tippe mal, das ist inklusive der Außenspiegel. Ohne sind wir so bei rund 1,80 Meter, aber das verrät Renault leider noch nicht. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist aber trotzdem, auf Autobahnen, Baustellen, Abschnitten kann man auch weiterhin mit dem Clio die schmale Spur benutzen. Ist doch ganz gut zu wissen, oder? Kleines Wort noch zu den Felgen an dieser Stelle, bevor ich es vergesse. Wir haben hier einmal 17 Zöller verbaut mit diesem neuen Raddesign, was speziell für die Alpine Edition vorgesehen ist. Und ein ganz schickes Detail, wie ich finde, ist an dieser Stelle diese angedeutete Zentralverschlussoptik. Das ist natürlich nicht echt, ja? Also da sind noch klassische Radschrauben dahinter. Aber das rundet das Design der Felge noch so ein bisschen ab. Ist doch ein ganz nettes Detail. Klassische Facelift-Stimmung macht sich dann auch bei der Heckansicht des Clio breit. Wir haben hier einmal eine neue Leuchtengrafik in den Rückleuchten, die das Ganze etwas frischer aussehen lässt. Weiter unten wurde auch die Schürze angefasst und hat hier diese angedeuteten Luftauslässe bekommen. Angedeutet aus dem Grund, da kommt keine echte Luft raus. Das dient einfach nur der Optik und soll das ein bisschen breiter wirken lassen. Kommen wir noch mal hierzu. Neues Logo. Das haben wir auf jeden Fall auch hinten mit hier integrierter Rückfahrkamera und dem in Schwarz gehaltenen Clio-Schriftzug. Ganz persönlich finde ich das Schwarz ganz schick. Und alles andere macht dann Platz für den Kofferraum. Hier in einem Hybrid sind es 301 Liter, die da maximal reingehen. Wenn man einen normalen Benziner oder die Erdgasversion nimmt, dann gehen sogar 390 Liter in den Tank. Ist für so einen kleinen Wagen gar kein schlechter Wert. Hallo, ich habe mich hier einmal auf die Rückbank geschält und ich muss sagen, das ist schon verdammt eng. Gut, ist ein Kleinwagen, was erwarte ich, aber mit 1,90 Körpergröße, ich stoße vorne an, ich stoße fast oben mit dem Kopf an, also da ist nur ein Finger breit Platz. Das ist schon ein bisschen knapp hier hinten. Und was kann man zu den Materialien sagen? Ja, Türtafeln, die haben auch wieder sehr viel Hartplastik. Ist jetzt nicht besonders schön, aber wenn man Kosten sparen muss, dann ist das eben so, ne? Trotzdem etwas schade. Und wir sind eine Reihe weiter vorne im Cockpit angekommen. Und auch hier klassische Facelift-Stimmung. Wir haben hier einmal das zentrale, vertikal angeordnete Display, das es je nach Ausstattung mit 7 oder 10 Zoll gibt. Sowie ein Digital-Cockpit mit 9,3 Zoll. Ansonsten zu sagen ist, die Materialien, hier ist Renault ganz stolz darauf, dass sie sehr viel auf nachhaltige Materialien setzt und nicht so sehr auf Leder. Denn das hier ist kein echtes Leder. Besonders noch zu erwähnen ist,
Hier haben wir eine Automatik, das hat der Hybrid. Andere Autos, und da werden sich Puristen freuen, kommen noch mit einer Handschaltung, was uns zu den Motoren bringt, aber dazu steigen wir gleich nochmal auf. Kommen wir zu guter Letzt noch mal zu den Motoren des frischen Clio. Und zwar wird es 5 Motoren zum Marktstart geben. Wobei das nur die halbe Wahrheit ist, denn einen davon wird es tatsächlich nicht in Deutschland geben. Beginnen wir einmal mit den Benzinern. Da haben wir einen Saugbenziner mit 65 PS und einen Turbobenziner mit 90 PS. Den Diesel, den wird es weiterhin im Programm geben, aber wie ich bereits erwähnte, leider nicht in Deutschland. Der kommt mit 100 PS. Dazu gesellen sich noch eine Erdgasvariante, ebenfalls mit 100 PS und, wie hier das Modell, ein Vollhybrid mit 145 PS. Alle Frontantrieb und die meisten halt mit Handschaltung, der hier mit einer Automatik. Und das bringt uns zum Ende des Videos eigentlich nur zu 2 kleinen Fragen, und zwar Marktstart und Preis. Den Marktstart kann ich noch nicht so genau sagen. Renault sagt aber, dass der frische Clio ab Juni 2023 bestellbar sein wird. Und der Preis? Naja, die aktuelle Version kostet ab 18.250 Euro. Ein kleines bisschen mehr dürfte es schon werden, aber bei uns ist noch die Hoffnung da, dass er unter 20.000 Euro starten wird, was mich persönlich sehr freuen wird. Und an dieser Stelle sei noch gefragt, was haltet ihr vom frischen Clio? Findet ihr den besser oder würdet ihr sagen, nee, das Vor-Facelift hat mir besser gefallen? Schreibt uns doch gerne in die Kommentare und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich sagen, lasst doch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.